Ihre Fraktion ist doch der Meinung, dass man den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Also, was stellen Sie ja eigentlich Anträge für Frauenförderung, wenn Sie nicht einmal wissen, was eine Frau ist? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Männer und Frauen sind nicht gleich, sie sind gleichberechtigt. Und zur Gleichberechtigung gehört dazu, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt, aber eben auch nicht bevorzugt wird. Die höchste Form der Gleichberechtigung ist daher die Meritokratie, das Leistungsprinzip, bei dem nicht auf die persönlichen Merkmale einer Person abgestellt wird, sondern auf ihre Leistung und Befähigung. Daher ist die rot-grüne Ideologie der Gleichmacherei ganz grundsätzlich abzulehnen. Es ist aber auch die konkrete Forderung abzulehnen, die heute hier vorgetragen wird, mehr Frauen in die Prüfungskommission für das erste juristische Staatsexamen. Nicht etwa, weil eine Diskriminierungspraxis nachgewiesen wurde. Nein, die bloße Tatsache, dass weniger Frauen als Männer in der Prüfungskommission sitzen, soll bereits ausreichen, damit der Staat sich einmischt. Aber da müssen Sie mir mal eine Frage beantworten, werte Frau Zagst. Wenn Sie den Frauenanteil in den Prüfungskommissionen erhöhen wollen, warum stellen Sie dann eigentlich keinen Antrag, um den Männeranteil von nur 40% unter den Jurastudenten zu erhöhen? Sie sind doch für absolute, bedingungslose, rücksichtslose Gleichheit. Da müssten Sie jetzt eigentlich Maßnahmen ergreifen, damit mehr Männer und weniger Frauen Jura studieren. Tun Sie aber natürlich nicht, denn hier geht es eben nur vordergründig um Gleichheit. Eigentlich geht es um eine Verschwörungstheorie, nämlich dass die Männer das Patriarchat Frauen strukturell unterdrücken. Daher beschränken sich all ihre gleichstellungspolitischen Maßnahmen darauf, Frauen mit staatlicher Einmischung in Positionen zu heben, in die viele Frauen gar nicht wollen. Und nicht zuletzt fördern sie auch immer noch den Zwietracht und Hass zwischen beiden Geschlechtern, weil sie logischerweise nicht ein Geschlecht privilegieren können, ohne das andere zu diskriminieren. Und insbesondere, da müssen Sie sich gar nicht aufregen, Herr Gwosch, Ihre Fraktion ist doch der Meinung, dass man den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Also, was stellen Sie ja eigentlich Anträge für Frauenförderung, wenn Sie nicht einmal wissen, was eine Frau ist? Wir sagen stattdessen suum cuique, jeder nach seinen Interessen, jeder nach seiner Begabung, jeder nach seinen Fähigkeiten. Vielen Dank.